Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in der kleinen Reihe Literatur fürs Studium, jetzt schon in der 11. Folge. Und ich würde sehr gerne die Gelegenheit nutzen, ein Buch vorzustellen, dessen Belegexemplar ich freundlicherweise mit der Post bekommen habe und deswegen sehr, sehr gern Michael Beiswenger, Lothar Lemnitzer und Caroline Müller-Spitzer grüßen möchte, nämlich die Einführung oder die Methodeneinführung Forschen in der Linguistik in der ersten Auflage. Sie sehen hier aufgeblendet die digitale Variante und nicht das Buch selbst. Die digitale Variante ist zum Beispiel für Studierende an der TU Dresden über die Lizenzvereinbarung mit UTB über die SLUB beziehbar. Und ich werde den Link zu dieser Quelle natürlich in der Beschreibung des Videos verlinken, sodass Sie gleich mit der Recherche beginnen können und einen ersten Blick in diese Methodeneinführung für das Germanistikstudium werfen, was unbedingt empfohlen sei. Deswegen würde ich ganz gern im Folgenden mit Ihnen mal einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieser Einführung werfen. Und Sie sehen schon, die Einführung ist so aufgebaut, dass sie nicht allein in wichtige Grundlagen eingeführt werden, sondern dass sie neben einzelnen Fallstudien dann auch die Möglichkeit haben, sich mit den rechtlichen und ethischen Aspekten beim Umgang mit Sprachdaten auseinanderzusetzen. Überhaupt haben sie eine Einführung in Daten, Metadaten und Annotation, also mehr oder weniger eine komprimierte Einführung in Daten und ihre Strukturierung. Dann daneben sehen Sie ein Kapitel zur Erhebung und Aufbereitung von Sprachdaten, zu Korpusressourcen zum Deutschen und Werkzeugen für die empirische Sprachanalyse. Ich würde mit Ihnen sehr, sehr gern einen Blick werfen in das Inhaltsverzeichnis selbst dieser Methodeneinführung, um mal einen Eindruck zu vermitteln, was Sie alles in dieser Einführung erwartet. Aus meiner Sicht absolut großartig, denn tatsächlich, macht es mal ein bisschen größer, damit Sie es besser sehen können, denn tatsächlich fehlt so etwas innerhalb der Einführungslandschaft für die germanistische Linguistik. Ein Handbuch, mit dem Sie dass Sie immer ansteuern können, wenn es darum geht, wie kann ich denn Fragestellung XY linguistisch so operationalisieren, dass ich sie zu verwertbaren Ergebnissen führe. Und es versetzt uns natürlich in der Lehre und im Hinblick auf Prüfungsleistungen in die glückliche Lage, dass wir eine Einführung haben, auf die wir verweisen können, wenn es um die Frage geht, was sind denn in der germanistischen Linguistik gute wissenschaftliche Standards. Vielleicht ganz kurz zu den Einführungen und den Grundlagen möchte ich vielleicht gar nichts allzu viel sagen, sondern direkt auf die Fallstudien schauen. Und Sie sehen schon hier tatsächlich ganz unterschiedliche Zugriffe auf linguistische Gegenstände. Sie sehen die Einleitung von Angelika Storer und Laura Herzberg zu OK in der internationalen Verbreitung als sogenannter Internationalismus. Dann geht es um Semiotic Landscape. Sie sehen die sprachliche Variationsanalysen, Diskursmarker, eine Studie von Wolfgang Immo hier mit dabei, Emotionen und Sprachgebrauch, ein Beitrag von Heidrun Kemper, Wirksamkeit, sind Wörterbücher wirklich nützliche Werkzeuge beim Überarbeiten von Texten, von Sascha Wolf und Caroline Müller-Spitzer. Und so weiter und so fort. Dann korpuslinguistische Untersuchungen wie hier zu den Fugenelementen oder den Redewiedergaben. Interessanter wird es dann aber von diesen Fallstudien einmal weggeblendet in den Abschnitten 3 folgende. Denn das Bewusstsein, was Daten und Datenstrukturen in unserer Arbeit, tagtäglichen Arbeit sind, darf noch nicht als sehr bewusst und wahrgenommen gelten. Und der Umgang mit Daten ist noch selten sehr reflexiv, vor allen Dingen in der Frage, wie man mit bestimmten rechtlichen Aspekten umgeht und ethischen Aspekten. Vielleicht aber ganz kurz eine Empfehlung direkt zum Einstieg in den Artikel von Thomas Schmidt. Thomas Schmidt dürften einige kennen, in seiner engen Verbundenheit zur Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, spezieller dem DWDS oder dem Deutschen Textarchiv, zu Daten und Metadaten. Und
Gleich danach der Artikel von Lemnitzer und Beiswenger zur linguistischen Annotation. Diese Artikel beantworten natürlich nicht jede Frage, aber sie sind für den Einstieg in das Thema sehr, sehr gut geeignet. Danach sehen Sie zwei Artikel zu den rechtlichen und ethischen Aspekten beim Umgang mit Sprachdaten. Auch das sei unbedingt empfohlen, wenn Sie sich vor allen Dingen sensibleren Themen widmet. Und ein großes Lob möchte ich loswerden für das Kapitel 5, nämlich zu der Erhebung und Aufbereitung von Sprachdaten. Und hier sehen Sie sehr, sehr unterschiedliche Zugänge, mit denen wir im Moment arbeiten, auf dem aktuellen Stand der Forschung, nämlich zu Audio- und Videografie, zu Interviewerhebungen, zu dem lauten Denken, zu Erhebung, Aufbereitung, Auswertung von Korpusdaten, zu statistischen Aufbereitungen von Untersuchungsergebnissen von Sandra Hansen und Sascha Wolfer, zur Abfrage und Analyse von Korpusbelegen, Gesprächsanalyse, Transkription und so weiter und so fort. Und dann natürlich noch Ressourcen, Korpusressourcen zum Deutschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Zuschnitten. Hier auch nochmal ein Artikel von Thomas Schmidt mit dabei aus der Praxis, wenn man so will, korpuslinguistischer Analyse. Und dann noch vorgestellt unterschiedliche Werkzeuge für die Korpusanalyse, die Sie auch verwenden können. Mit anderen Worten, diese Methodeneinführung in das Forschen in der Linguistik stellt eine wirklich große Bandbreite von möglichen Zugängen zur sprachlichen Analyse in den Mittelpunkt, ist unbedingt zur Sichtung empfohlen, sobald Sie sich zum Beispiel mit Korpusdaten oder mit maschinenlesbarer Sprache in Korpusanalysen auseinandersetzen. Aber darüber hinaus natürlich auch für Erhebung von Interviews oder von gesprochener Sprache. Werfen Sie einen Blick rein. Ich denke, dass sich das wirklich lohnt. Und den Link noch einmal zur Publikation werde ich in die Beschreibung des Videos integrieren, sodass Sie diese Publikation sofort nutzen können für die anstehenden Prüfungsleistungen ab dem Sommersemester 2022. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, und bis zum nächsten Mal. Ciao.